Die Energiewende ist ein gewaltiger Kraftakt für die Politik, für die Wirtschaft und für jeden Einzelnen von uns. Aber auch fürs Stromnetz. Denn ohne stabilen Netz wird aus all dem nichts. Ich habe mir angeschaut, wie das Stromnetz der Zukunft ausschaut. Irgendwo wird immer am Stromnetz gebaut. Und dort werde ich schon jemanden treffen, der mir Auskunft geben kann. Voilà, mitten in Salzburg, am Mozartplatz, treffe ich Christoph Zimmer. Sein Team legt neue Erdkabel unter und auf alte Gemäuer. Ja, wir sind da dabei, dass wir unser Netz zukunftsfit gestalten und eben Reserven aufbauen durch die neue Trafostation. Leistung, das ist immer das Sprichwort für das Netz der Zukunft. Man muss auf die Veränderungen der Zeit eingehen. PV-Anlagen werden mehr, E-Mobilität vom innerstädtischen Bereich für Taxis und dergleichen. Wir sind gerade dabei, dass wir schauen, das Netz der Zukunft aufzubauen. Und ich bin mir sicher, beim Lastverteiler können Sie sicher auch noch was zum Netz der Zukunft erzählen. Beim Lastverteiler also, das Herz des Netzes. Die Mitarbeiter haben hier jede einzelne Stromleitung im Bundesland im Blick. Sie können Leitungen abschalten, Kraftwerke koordinieren und so, wie der Name schon sagt, die Stromlasten verteilen. Das Netz stabil zu halten, wird in Zeiten von mehr und mehr PV- und Windkraftwerken immer schwieriger. Das erklären mir die Geschäftsführerin und der Geschäftsführer der Salzburg Netz GmbH. Man muss sich vorstellen, bisher war es ja so, dass wir die Energie zu den Kundinnen transportiert haben, fast ausschließlich. Mittlerweile ist es so, dass es ganz viele dezentrale Einspeiser gibt. Es gibt viele Photovoltaikanlagen auf den Häusern und hoffen wir es, dass wir irgendwann auch mal Windkraft haben werden. Das Netz muss ganz anders ausgelegt sein, um eben auch in beide Richtungen transportieren zu können. Das ist eine neue Herausforderung, die wir jetzt in relativ kurzer Zeit stemmen müssen. Damit unser Netz zukunftsfähig ist, gibt es grundsätzlich eine kurzfristige Maßnahme. Das ist genau da herinnen in der Leitstelle. Da werden die Lasten entsprechend mit den verschiedenen Schaltmöglichkeiten gesteuert. Dann gibt es eine mittelfristige Lösung. Das ist einfach durch Preismodelle, dass man sagt, zu gewissen Zeiten ist der Strom halt einfach teurer oder eben entsprechend günstig, sodass man da die Spitzen glättet. Und dann gibt es langfristige Lösungen, indem man einfach die Leitungen ausbaut, aber auch Batteriespeicher einbaut oder andere Speichermöglichkeiten wie Speicherkraftwerke errichtet. Und noch etwas wird in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen: Digitalisierung. Sie ist einer der wichtigsten Bausteine für ein intelligentes Stromnetz. Die Geschäftsführerin und der Geschäftsführer nehmen mich mit zu Christoph Greuß. Er ist zuständig für die strategische Stromnetzausbauplanung. Also wer, wenn nicht er, weiß besser Bescheid über das Stromnetz der Zukunft. Aber Moment mal, bevor wir noch tiefer in die Materie eintauchen, ein kurzer Überblick über das Stromnetz jetzt. Grundsätzlich gibt es verschiedene Ebenen, ähnlich wie im Straßennetz. Neben dem überregionalen Höchstspannungsnetz gibt es das Hochspannungsnetz, die Stromautobahn. Der Strom legt hier große Distanzen zurück, ohne dabei viel an Leistung einbüßen zu müssen. Die nächste Ebene ist das Mittelspannungsnetz, zuständig für die regionale Verteilung, ähnlich der Bundes- und Landstraßen. Das Niederspannungsnetz lässt sich am ehesten mit Zufahrtsstraßen in den Siedlungen vergleichen. Diese Stromnetzstruktur hat Sinn, beziehungsweise hatte Sinn. Ursprünglich war eigentlich der Gedanke, es gibt große zentrale Kraftwerke und diese großen zentralen Kraftwerke beliefern dann die Kundinnen und Kunden. Und jetzt haben wir die sehr spannende Situation, dass sich genau diese Rolle umkehrt. Also wir haben schon extrem viele Netzgebiete, wo die Kundinnen und Kunden zu Hause mehr Strom über Photovoltaikanlagen erzeugen, als was benötigt wird und eigentlich der Strom von den Kundinnen und Kunden ins überlagerte Netz transportiert wird. Deshalb muss an manchen Punkten das Netz verstärkt, sprich ausgebaut werden, sagt Christoph Greuß. Und andererseits ist natürlich das Thema Intelligenz-Sensorik ein ganz entscheidendes. Denn umso genauer, dass wir unser Stromnetz kennen, umso mehr können wir uns an Grenzen heranwagen. Und das bedeutet einfach, dass wir die bestehende Stromnetzinfrastruktur dadurch bestmöglich ausnutzen können. Das heißt, erst wenn man das Netz gut kennt, kann man es ausreizen und auch zielgerichtet steuern. Umso mehr, dass wir zum Beispiel mit ferngesteuerten Trafostationen, die aus der Leitstelle heraus sichtbar sind und die aus der Ferne bedienbar sind, die uns Messwerte liefern, umso genauer, dass ich weiß, wie stark ist denn das Netz jetzt wirklich ausgelastet, umso mehr weiß ich auch, wie viel Reserven ich noch habe und quasi
wie viel ich das bestehende Netz noch ausnutzen kann. Aber auch eine Ebene darunter macht genaues Messen Sinn. Mit Smart Metern, die bei jedem Haushalt das genaue Verbrauchsverhalten analysieren. Anonymisiert natürlich. Und umso genauer, dass wir auch diesen Wert kennen, umso genauer wissen wir einfach, wie viel können wir noch zusätzlich an erneuerbarer Erzeugung, an E-Mobilität, an Wärmepumpen im bestehenden Netz integrieren. Und sagen wir, und davon profitieren einfach auch dann unsere Kundinnen und Kunden, weil wir im bestehenden Netz kostengünstig somit mehr an erneuerbare Erzeugung oder neue Verbraucher anschließen können. Am meisten Sinn macht es natürlich, wenn der selbst erzeugte Strom gar nicht erst weit transportiert werden muss, sondern vor Ort verbraucht wird. Das können ganz banale Sachen sein, dass ich mir zu Hause darauf einstelle, je nachdem wie die Photovoltaikanlage produziert, dass ich dann meinen Verbrauch dementsprechend darauf abstimme. Das können natürlich Energiegemeinschaften sein, genau das Gleiche in größerem Maßstab versuchen zu erreichen, um den jetzt gerade verfügbaren Strom bestmöglich zu nutzen. Aber das können natürlich dann auch andere Flexibilitäten wie Speicher sein, die da zukünftig eine wichtige Rolle haben werden. Und da geht es nicht nur um Stromspeicher im Haus oder im Auto, sondern auch um Möglichkeiten, den Strom über die Jahreszeiten zu bringen. Also den Sonnenstrom vom Sommer auch im Winter zu nutzen. Und da gibt es viele interessante Ansätze. Zum Beispiel Wasserstoffproduktionsanlagen. Und wie die funktionieren, das schauen wir uns sehr bald an.